Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie geht's euch? Mir geht's gerade echt nicht so gut, muss ich sagen, weil mein Tag war schon wieder richtig langweilig. Ich habe von einem Abendgymnasium Stuttgart gehört. Ich wollte mir das Ganze mal angucken, weil dann kann man dort sein Abi nachholen sozusagen. Und ja, ich wollte irgendwas mit Medizin machen, weil ich in mir so ein bisschen das Helfer-Syndrom entdeckt habe. Und ja, ich werde mir das Ganze morgen mal angucken. Ich werde erstmal eine Nacht drüber schlafen, dann würde ich sagen, nehme ich euch morgen mit und bis dann. So Leute, jetzt stehen wir hier davor und es ist auch schon langsam dunkel, aber ich meine, es heißt ja nicht umsonst Abendgymnasium. Anton, hallo. Darf ich einfach mal so ein paar Fragen hier über das Abendgymnasium stellen? Ist das okay für dich? Ja. Dann mache ich hier mal ganz kurz meine Kamera an und ja. So Leute, ich stehe hier mit dem Ehren und ich stelle mir jetzt mal ein paar Fragen über das Abendgymnasium und meine erste Frage wäre, bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du hier bist? Nun ja, also es hat angefangen damit, dass ich, als ich Lagerarbeiter war damals, da war ich ungefähr 18 und ich hatte keinen Schulabschluss, weil ich die Schule nicht fertig gemacht hatte und habe dann ein paar Jahre später dann beschlossen, meinen Schulabschluss nachzuholen. Das war dann bei der VHS in Stuttgart Ost. Ja. Du bist jetzt hier seit 4 Jahren, hast du gesagt, und machst dir seit 4 Jahren durchgehend Spaß? Würdest du es mir empfehlen? Ja, ich kann es wirklich, ich empfehle es auch jedem. Also es war dann so, dass ich nahtlos anknüpfen konnte mit dem Vorwissen, dass ich dadurch durch den einjährigen Kurs hatte. Und das war schon ziemlich praktisch, aber trotzdem musste ich auf jeden Fall noch ziemlich viel tun und muss auch noch ziemlich viel tun. Und ja, es kommt vor, dass man halt lange Zeit viel lernt, aber ist ja auch ziemlich, macht ja auch viel Spaß und die Gemeinschaft ist auch toll, ist super und kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ist schon ein sehr hohes Niveau und wurde schon mit Stoff bombardiert, aber auch viel Erfahrung. Okay. Und ich möchte gerne die Schule wechseln. Okay. Und ich möchte schon hierher. Und zwar ist der Unterschied hauptsächlich die zweite Fremdsprache. Also Sie müssen bei uns 2 Fremdsprachen haben, um Abitur zu haben. Das ist dann egal. Nee, das ist. Haben Sie eine andere Muttersprache noch? Also Türkisch. Türkisch. Ja. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, eine Feststellungsprüfung zu machen. Für eine, also richtiges Abitur. Wir gucken mal kurz, was Sie haben. Das heißt, also wenn Sie Bescheid wissen, können Sie in seine Klasse gehen. Nee, du kommst jetzt mit in den Unterricht dann und schaust in die Schule. Okay. Genau, wenn Sie jetzt Zeit haben. Und dann informiere ich die Lehrer, weil okay. Das ist einfach auch sehr. Ich weiß nicht, wie dramatisch der Montag ist. Hallo, Weiß. Anton, hallo. Ah, hallo, Anton. Ich wollte mir das Ganze mal angucken und ich wollte mir von Ihnen ein paar Informationen über das Abendgymnasium Stuttgart holen. Ich dachte, da könnten Sie mir bestimmt weiterhelfen. Ja, das kann ich. Ich bin ja schließlich schon 28 Jahre dabei. Wow, Entschuldigung. Wie gesagt, seit 28 Jahren sind Sie schon dabei. Bin ich dabei, ja. Und seit wie vielen Jahren gibt es dann das Abendgymnasium Stuttgart dann schon? Also 2008 haben wir unser 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Das heißt, wir sind über 60 Jahre alt, wir sind ein bisschen älter als die Bundesrepublik sogar. Wir wurden 1948 gegründet und zwar sind ja ganz viele Leute in den Zweiten Weltkrieg geholt worden als Soldaten und konnten ihre Schule nicht beenden. Und denen wollten wir die Chance geben, als Kriegsheimkehrer, so sie überlebt haben, das Abi nachzumachen. Und dann hat man gedacht, dann erledigt sich die Schule auch wieder und dann ist es gut. Das war nicht leicht, die Schule überhaupt zu gründen. Auf Initiative der SPD damals und der Volkshochschule wurde die dann gegründet.
Und es kamen dann immer mehr Leute. Also statt die Schule zuzumachen, wurden wir immer größer. Und es kamen dann nicht nur die Kriegsheimkehrer, sondern irgendwann mal in den 60er, 70er Jahren viele Frauen. Wir haben immer noch sehr viel mehr Frauen als Männer hier. Und dann natürlich die ganzen Leute mit diesem berühmten Migrationshintergrund. Wir haben im Moment, glaube ich, Leute aus über 30 Nationen hier am Abendgymnasium. Wow. Also das ist fantastisch, wie viele Leute hier gemeinsam lernen, ohne Streit und mit diesem gemeinsamen Ziel Abitur. Ja, also, können Sie mir so ein bisschen was zeigen von der Schule hier? Haben Sie da die Möglichkeiten? Also ich kann Ihnen einiges zeigen, ja. Dann begeben wir uns mal durch einen Rundgang im Haus. Ja. Kommen Sie, ja. Dann zeige ich Ihnen mal das Lehrerzimmer. Ab über 50 Lehrerinnen und Lehrer, die sind natürlich nie insgesamt da, das Lehrerzimmer wäre dafür zu klein. Also jetzt sind wir auf dem Weg in die Cafeteria. Die ist sehr großzügig und da sitzen unsere Schülerinnen und Schüler und bereiten sich auch immer mal vor, lernen zusammen. Hier sieht man schon, das ist ein Riesenraum. Okay. Und hier gute Lernatmosphäre. Wow. Auf jeden Fall. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Unterricht hier in unserem Raumschiff Enterprise. Die Installationen sind natürlich ganz normal für einen Laborraum. Ja, soweit waren wir in der letzten Stunde gekommen. Und jetzt wollen wir uns mal genauer anschauen, was da so passiert. Jetzt muss ich nur... Hi, darf ich ganz kurz aufhalten? Hallo, natürlich. Hallo, ich bin der Anton. Hallo. Ich würde dir gerne ein paar ganz kurze Fragen stellen hier zum Abendgymnasium Stuttgart. Und zwar würde mich interessieren, wie ist denn das Feeling in der Klasse? Also wie ist denn das so innen dem? Ist das angenehm? Also es ist auf jeden Fall angenehm. Wir sind ja alle erwachsene Menschen. Dadurch ist es auf jeden Fall angenehmer. Okay. Also ich fühle mich hier wohler als an Tagesschulen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also ich war ja jetzt nicht am Gymnasium. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und bin dann hierher eben gekommen, nachdem ich auch eine Ausbildung gestartet hatte. Uns fehlen natürlich ein paar Fächer wie Sport oder sowas. Ja. Das würden wir jetzt zeitlich nicht mehr hinkriegen, aber es ist okay. Genau. Das heißt, man konzentriert sich sozusagen so ein bisschen mehr auf die wichtigen Fächer, die man dann braucht und vertieft ihr dann die Themen wirklich komplett? Und natürlich, ja, genau. Also wir machen am Ende dann schon das Abitur auch ganz normal, das allgemeine Abitur. Und genau, muss es dann schon auch gleich sein. Okay, cool. Ja, dann vielen Dank. Dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß und dann gucke ich mal weiter. Also, danke, alles klar. Tschüss. You've come to. Okay. Entschuldigung. Ja. Stimmt, ich bin Anton, hallo. Ich würde mir gerne mal Ihre Klasse angucken. Ich würde fragen, ob ich mich einfach mal hinten reinsetzen darf und so ein bisschen spickeln darf, wie das Ganze hier abläuft. Okay, no problem. Ja, thank you. You might take part if you want. Okay, we're talking about the legalization of drugs. Anybody who would like to start? Ja, Martina. We came to the conclusion that some drugs should be legalized. Even though it would be pretty hard to differentiate between legal and illegal drugs. So, meine lieben Freunde, wir sitzen jetzt hier mit Pia und du bist noch eher frisch, sag ich jetzt mal. Seit wann bist du schon hier am Abendgymnasium? Ja, ich habe letztes Jahr angefangen. Insgesamt mache ich 2 Jahre am Abendgymnasium für mein Abitur. Habe jetzt im März die Prüfung. Wie ist es da mit den Lehrern? Kommt man mit denen gut klar? Sind die nett? Oder was kannst du da so, sag ich jetzt mal, unter uns was dazu sagen? Also ich finde, die Lehrer hier sind was recht Besonderes. Es ist nicht wie einer normalen Ganztagsschule, sage ich mal, wo man morgens hingeht. Die Lehrer haben hier alle auch noch viele einen anderen Job. Das merkt man auch. Viele kommen auch als Quereinsteiger, wie wir Schüler, von woanders oder haben davor was völlig anderes gemacht oder wollten beispielsweise manche gar kein Lehrer werden und sind jetzt doch. Und das wirkt sich auch so ein bisschen auf die Schüler aus, dass man einfach merkt, hier ist ziemlich alles bunt gemixt und es ist trotzdem alles möglich, egal wo man angefangen hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass das von den Lehrern auch ausgestrahlt wird. Okay. Die Lehrer sind auch immer bemüht, dass man das locker hält, dass man guckt, jeder kommt mit. Und man ist auch wirklich bei den Noten so dabei, dass man schaut, jeder kann sein Möglichstes geben und bekommt dafür auch die bestmöglichste Note. Also, jetzt sitze ich hier mit dem Tobi und ich habe gehört, du bist erst ganz neu hier in der Schule. Wie bist du zu der Schule gekommen? Ja, ich habe gesucht im
was kann ich machen, was gibt es für Möglichkeiten. Und dann bin ich auf die Innenseite gestoßen, vom Abendgymnasium in Stuttgart. Und ja, es war genau das, was mich angesprochen hat. Man kann nebenher seinen Job mal machen, man kann nebenher weiter arbeiten. Und dann fragen, was du davor gemacht hast. Du hast gearbeitet, hast du gerade gesagt. In welchem Beruf warst du tätig? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Okay. Und arbeite am Klinikum in Ludwigsburg. Und habe es reduziert, das heißt, ich schaffe nur 40% ein paar Tage im Monat und kann dann hier in der Schule machen. Wow. Also war am Anfang schon eine große Umstellung. Ja, klar, in der Schule sitzen, nebenher auch arbeiten. Mathe, Deutsch, Englisch, es kommt Französisch noch dazu. Ja. Das waren alles so Punkte, wo ich ziemlich krass fand. Aber nach und nach hat es dann, man kommt so rein, man kommt automatisch wieder rein, man ist schnell wieder der Schüler, man muss sich melden, man kommt in die Fächer wieder rein und es macht dann auch doch Spaß mit den Klassenkameraden, die auch alle ihre Geschichte mitbringen und ja, ihre okay. Schulvergangenheit. Also jeder Zweite sagt gleich, boah toll, ich könnte es nicht, ich könnte es nie machen, ich beneide dich drum und hat man immer so einen extra Status, sagt, er macht sein Abi nach und so und das ist doch ganz cool und man bleibt trotzdem noch integriert. Ja. Ich werde noch ein bisschen weiter gucken und vielen Dank für das Interview. Ja klar, okay, gut. Hallo. Hallo. Ich wollte fragen, machen Sie gerade Matheunterricht? Das sieht man doch, oder? Oh ja, mathematischer Fall. Ja. Also ich wollte einfach mal hier reinplatzen und mir das Ganze mal angucken, weil ich mich hier auch für die Schule interessiere. Aha. Und ja, wer sind Sie? Mein Name ist Anton, hallo. Dr. Los. Und ich finde Mathe eigentlich, um ehrlich zu sein, interessant. Geht wahrscheinlich den manchen hier nicht so. Aha. Und ich wollte fragen, ob hier irgendeiner von euch ganz spontan Lust hätte, mir ein bisschen was über den jeweiligen zu erzählen. Und ich hatte mal ganz kurze Fragen, vielleicht hast du da Lust dazu, dass ich dich... Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das heißt, du willst ein Interview machen. Ich will ganz kurz, weil mich interessiert ist, ich kann ja auch einfach mal die Kuppel fragen, wie ist denn das so? Schafft ihr das mit dem Arbeiten und dann abends noch Schule geht, klappt es gut oder ist das Stress? Kann ich selber versuchen. Ja, ich interessiere mich jetzt nicht für die Schule und ich wollte dich einfach mal fragen, kannst du das gut vereinbaren so mit deiner Arbeit? Also im zweiten Jahr ist es recht einfach, das kannst du dann auf jeden Fall überwältigen. Aber im dritten Jahr ist es dann so, dass es mit der Arbeit schon ein bisschen schwierig wird. Okay. War das eine große Umstellung für dich? So, du warst im Beruf, hattest vielleicht eine lange Pause zwischen deinem letzten Schulaufenthalt. Wie bist du damit klargekommen? Also eigentlich war es am Anfang relativ schwer, aber wir können uns gut anpassen, wir Menschen. Und irgendwann kommt man schon in den Rhythmus rein und dann kann man sich schon mit der Sache gut befreunden. Wow, also es klingt auf jeden Fall sehr interessant und ja, vielen Dank. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man sollte die Schule mal auf jeden Fall mal probieren. Ja, es ist eine tolle Sache und jeder, der sich weiterbilden möchte, der soll auf jeden Fall die Schule besuchen. Also Leute, das war's hier mit dem Video. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und ich muss sagen, ich fand's richtig interessant hier im Abendgymnasium Stuttgart und ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Informationen holen und die gibt's natürlich auf der Internetseite und auch auf Facebook und vielleicht werde ich auch mal zu dem Infoabend gehen, das finde ich richtig interessant und ja, dann ist es hier vielleicht sogar mein neuer Schulort und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!